Das WB-Gespräch von Willi Sauer Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum WB-Gespräch, am aktuellen Monatsinterview von Willi Sauer Bott. 16 Jahre lang hat er den Wahlkreis Willisau im Luzerner Kantonsparlament vertreten. Zuerst noch unter der früheren Bezeichnung Grossrat, dann als Kantonsrat. Am letzten Dienstag hat er seine letzte Session bestritten. Heute ist unser Gast, der Willisauer Mittepolitiker Ludwig Beier. Herzlich willkommen. Grüezi miteinander. Ludwig Beier, in Ihrem ersten Beitrag in der WB-Rubrik «Brief aus dem Kantonsrat» im Jahr 2006 haben Sie Folgendes geschrieben, also Ihre ersten Erfahrung. Zitiere: «Ziemlich müde verließ ich am Abend den Ratssaal und fragte mich, woher denn die Müdigkeit stammte. Es sind wohl die vielen Voten der Grossrätinnen und Grossräte zu den Geschäften. Man mag die Wörter nicht mehr zählen, die werden rund 6 oder 7 Stunden auf einem einprasseln.» 2006 ist das gesehen. Wir beide wissen, heute ist es fast noch etwas dramatisch. Wie beurteilen Sie die Entwicklung in diesen 16 Jahren in diesem Rat? Ja, es ist viel gegangen in den 16 Jahren. Auch der Parlamentsbetrieb hat sich gewandelt. Er ist vielfältiger geworden. Und ich würde ja sagen, die Wörter sind nicht weniger geworden, die geredet werden. Das hat auch ein bisschen natürlich mit der Parteienvielfalt zu tun. Es hat mehr Fraktionen gegeben. Und ich denke auch mit den Medien zu tun, wo natürlich alle Kantonsrätinnen und Kantonsräte angehalten sind, ihre Sachen möglichst medienwirksam zu verbreiten. Oder? Und es ist also so, die Müdigkeit am Abend, die ist also bis am letzten Tag immer, hat sich immer eingestellt. Mhm. Hat es auch mit der parteipolitischen Konstellation zu tun, also dass jetzt eine Linke zum Beispiel gewachsen ist, aber nicht in der Regierung vertreten ist, dass da halt mehr Opposition kommt? Das ist sicher auch so. Oder? Es ist auch GLP, oder, was es früher nicht gegeben hat. Und gerade wenn man natürlich nicht Regierungspartei ist, will man sich natürlich entsprechend profilieren. Das hat man vor allem da in den Jahren, wo man die Steuerstrategie umgesetzt hat, oder, vor 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, hat man das stark gemerkt, oder, wo die Linken natürlich ihre Politik haben müssen, wollen verkaufen und dementsprechend medial auch aktiv gewesen sind. Es werden in diesem Zusammenhang immer wieder so an Parlamentsreformen angedenkt, richtig realisiert worden, ist eigentlich bis jetzt nicht gross. Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt halt einfach, kommt ja von Parlare oder von Reden, dass man hier da gar nicht gross kann oder will gegensteuern? Ja, ich glaube, es ist richtig gesagt. Oder? Parlare, das Parlament, hat ja die Funktion, auch als Abbild von der Gesellschaft zu sein. In der Gesellschaft über die Medien auch Diskussion nach aussen zu tragen. Oder? Theoretisch könnten wir ins Parlament kommen und abstimmen, weil die Fraktionen haben ja die Geschäfte besprochen, oder, in der Regel. Aber die Bevölkerung hat ja auch Anspruch darauf, zu wissen, was die Leute und Parteien denken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt vielleicht schon die eine oder andere Effizienzsteigerung, aber ich halte da nicht so viel davon. Ich glaube, das Parlament muss selber einmal einen Weg finden, wenn es überbordet, wieder ein bisschen Mass zahlt. Und sonst müssen sie halt nachsitzen. Viele Kantonsrätinnen und Kantonsräte fallen in erster Linie als Spezialisten auf, also, und äußern sich auch meistens zu den Fachfragen, die sie in den Kommissionen, die sie sitzen. Sie haben in all diesen Jahren zu den, sagen wir, eher weniger Generalisten gehört, die ein breites Themenspektrum bearbeitet haben. Woher kommt das Interesse, das breite Interesse? Kann ich auch nicht sagen. Es ist einfach da, das Interesse. Ja, ich habe auch letztens jemandem gesagt, ich lese viele Tageszeitungen, oder? Und auch die Wochenzeitungen und den Willisauer Bot natürlich. Ich bin einfach breit interessiert, oder? So von staatspolitischen Themen. Und kann dann manchmal Finger nicht davon lassen, so gewisse Themen halt dem anzuschauen. Das bedeutet aber doch, nehme ich an, zusätzlichen oder einen rechten Arbeitsaufwand. Was muss man da berechnen? Was ist das für ein Pensum, das man als Kantonsrat muss einberechnen muss? Also ich sage einmal einfach so durchschnittlich sicher 20%. Wenn man jetzt da nicht noch spezielle Ämter hat oder so, 20% muss man rechnen. Nur schon Sessionstage und in der Kommissionen, Fraktionen und was auch immer noch. Und wenn man natürlich noch irgendwie an Geschäft dran ist mit Vorstössen oder irgendetwas pusht, dann kann das bis 30% gehen. Auch durch Wochenende mit eingerechnet. Mhm. Oder? Mhm. Ein Schwerpunkt von den vielen Themen, die Sie, oder Tätigkeit, die Sie Vorstösse gemacht haben, durchzieht eigentlich Ihre Tätigkeit. Das ist die Regionalpolitik. Das ist schon Ihr Steckenpferd, oder wie man dem sagen will, Ihre eigentliche Mission.
Das ist, glaube ich, so. Das ist so. Oder Regionalpolitik, aber, sage ich immer, Regionalpolitik nur einfach nicht nur wegen der Regionswillen, sondern weil ich finde, es ist eine staatspolitische erste Pflicht von einem Kanton, von einem Staat, oder, dass er zu seinen Regionen gut schaut. Wird man aber öfters, also wenn man sich für regionale Anliegen einsetzt, auch mit dem Vorwurf konfrontiert, Glocken von der Heimat, wie es so schön heisst, zu läuten. Und dann kommt der Vorwurf, ja, als Kantonsrat hat man doch in erster Linie das Gesamtinteresse vom Kanton wahrzunehmen und nicht von der Gemeinde oder von der Region. Was entgegnen Sie solchen Einwänden? Ja, ich glaube, es geht am Schluss geht es um das Mass, oder, wo man hat. Glocken der Heimat, das ist ganz wichtig, dass es die gibt. Oder? Man ist ja auch für den ganzen Kanton zuständig, aber der Kanton läuft nur gut, wenn es auch den Regionen gut geht. Und man hat auch Erwartungen von der Wählerschaft. Und ich sage es noch, es geht wirklich ums Mass halten, dass man auch sieht, dass man es verleiden mag. Das ist eine sinnvolle Geschichte, dass man aber auch irgendwo nicht übermarkt. Der Stadt-Landgraben ist so ein geflügeltes Wort in den letzten Jahren, wo er zugenommen hat. Auch das ist ein regelmässiges Thema. Wie beurteilen Sie das als Politiker von der Landschaft? Gibt es den Graben wirklich oder wie gross ist er überhaupt? Ja, ich sage dem nicht Graben, oder? Ich sage dem unterschiedliche Lebenswelten. Oder? Wir leben jetzt, ich bin ja da hinten, in Willisau, wo ich arbeite, aber in der Stadt Luzern und ich komme ein bisschen beide Lebenswelten mit über. Oder? Und ich glaube, wichtig ist, dass man das Verständnis fördert, oder, für die verschiedenen Lebenswelten, wenn ich Mobilität anspreche. Oder, dann ist die Lebenswelt in der Stadt Luzern ganz andere, wenn jetzt jemand, der zu Hause wohnt oder zu Lauteren wohnt. Ich glaube, das ist wichtig. Aber ich will nicht sagen, dass das ein Graben ist. Und wie kann man beitragen, den Graben probieren zuzuschütten? Oder muss man da mehr aufeinander zugehen? Oder ist das zum Teil auch ein bisschen konstruiert? Ja, ich denke, zum Teil ist es ein bisschen konstruiert. Und wie gesagt, was wirklich wichtig ist, dass man einander versteht. Dass man einander zulässt. Und das hat vielleicht auch mal mit Psyche zu tun, dass man vielleicht die Lebenswelten mal zu Fuß, zu lauter, zu viel anschauen kann. Dass man sieht, ja, wie streng fahren die Züge, wie gibt es da überhaupt einen ÖV? Dass man sagt, ja, die Leute müssen ja ein Auto haben, dass sie am Morgen um 4 Uhr in Kronospan oder zum Galliker arbeiten können. Und weil es da kein ÖV gibt. Oder? Und umgekehrt, vielleicht auch Leute in der Stadt drin sind, dass sie merken, welche Probleme das dort vom Verkehrsaufkommen sind und wie wichtig das zum Beispiel Fußgängerzonen und Tempo-30-Zonen sind. Eine ganz andere Bedeutung wieder bei uns. Mhm. Sie sprechen jetzt an, Verkehr ist ein Thema. Es gibt viele andere, die die Landschaft ein bisschen um die staatlichen Leistungen, um den sogenannten Service Public muss kämpfen. Da zitieren Sie noch einmal aus einem jüngeren Brief aus dem Kantonsrat. In letzter Zeit stelle ich vermehrt fest, dass der von der Politik viel gerühmte Service Public immer mehr unter Druck gerät und auf gutem Weg ist, zu einem Wort für die Geschichtsbücher zu werden. Falsch verstandenes New Public Management und damit verbundene Auslagerungen und Privatisierungen führten dazu, dass sich die Staatsbetriebe plötzlich als private Unternehmen verstehen und für die Staatskasse Gewinne schreiben müssen. Jetzt auf den ersten Blick, das könnte jetzt auch ein Sozialdemokrat geschrieben haben. Es ist ja so, ich habe Kontakt mit meinem Kollegen, der im Kantonsrat war, mit Martin Krummeracher von der SP, wenn wir uns austauschen. Er hat gesagt, ja, das hätte auch er können schreiben können. Ja, aber es ist wirklich die Überzeugung. Ich glaube, man könnte auch ein bisschen sagen, Service Public ist ein bisschen in der Krise. Da macht man wirklich Sorgen. Wir haben eben eine Ökonomisierung gehabt von diesen Betrieben. Oder? Ich mache denen auch keinen Vorwurf. Oder? Die arbeiten so. Und ich glaube, die öffentliche Hand, also die Politik, muss sich jetzt schon irgendwann entscheiden, den Service Public wieder zu dem zu machen, wo er ist, nämlich die Grundversorgung herzustellen von allen Regionen in der Schweiz und im Kanton Luzern. Jetzt haben aber, wenn wir so den Kantonsrat anschauen, eigentlich die bürgerliche oder sogar die ländliche Seite eigentlich die Mehrheit. Also machen Sie das zu wenig in diese Richtung? Müsste es ja eigentlich anders sein, oder? Ich glaube halt so, man hat es wie nicht gemerkt. Ich glaube, es sind ja auch gute Absichten hinter diesen Geschichten gesehen, oder? Von Auslagerungen, von der Führung her, Spitäler und so weiter. Ich glaube, die Absicht ist her, oder? Es war eine gute Absicht gewesen. Jetzt hat man aber festgestellt, dass die Beschlüsse in eine Entwicklung beführen, oder? Wo man merkt, die ist nicht gut, oder? Und jetzt ist die Politik aufgefordert, wieder zu korrigieren. Ich sage nicht, man muss alles rückgängig machen, aber ich glaube, das Service Public muss eine neue Definition bekommen. Es geht ja letztlich, wie fast überall, immer ums Geld natürlich, und gerade in dieser Frage. Es haben Sie auch geschrieben, dass die Landschaft zunehmend ein bisschen als Kostenfaktor quasi auf einen Kostenfaktor reduziert wird. Heisst das indirekt, dass die Landschaft auch eines von diesen Opfern, Kollateralschäden, haben Sie auch schon gesagt, von dieser
Steuer- und Finanzpolitik mit den diversen Sparpaketen geworden ist? Ich glaube nicht, dass die Landschaft im Rahmen der Steuerpolitik gelitten hat. Ich glaube, die Entwicklung kommt eben eher von dem vielleicht ein bisschen falsch verstandenen Service Public-Gedanken, wo ich auch Bundesbetriebe dazu erzähle. Oder? Post. Ich habe letztens so ein Beispiel gemacht. Oder? Gleichzeitig tut man Polizeiposten schließen und man will noch Briefkästen werden nicht mehr geleert. Oder? Man hat dann manchmal so ein bisschen das Gefühl, in der Region ist Kostenfaktor. Aber eben, weil die Betriebe müssen rechnen oder die Betriebe müssen Gewinn abwerfen. Und nachher ist natürlich so, dass die Landschaft pro Einwohnerin und pro Einwohner halt die Versorgung mehr kostet. Oder? Aber das ist am Schluss eine Frage der Solidarität. Ein anderes Thema vielleicht, Sie sind bekannt in vielen Verbänden tätig, in vielen Organisationen, also sehr aktiv. Das kann man jetzt wieder positiv und negativ formulieren. Positiv, Sie sind gut vernetzt, oder? Und negativ würde man sich einwenden, er hat zu viele Hüte an. Und das kann ja bei gewissen Geschäften auch zum Problem werden im Kanton. Und haben Sie so einen Moment erlebt, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt gehe ich ausstand oder ich kann jetzt da, rede jetzt halt pro domo. Ja, der Fall hat schon gegeben, natürlich jemanden, oder? Ich kann mich noch erinnern, dass ich da müssen, als Schulkommissionspräsident von der Kantonsschule Willisau mehr müssen als Kantonsrat einen Brief schreiben. Das ist in der LZ auch kommentiert worden, oder? Als Kantonsrat einen Brief bekommen. Ich glaube, wichtig ist, dass die Hüte transparent sind, oder? Dass die Hüte transparent sind. Unsere Demokratie lebt von Interessenpolitik, oder? Das ist am Schluss Interessenpolitik. Sie müssen transparent sein. Und auch da wieder, man muss halt auch Mass halten, oder? Man muss das irgendwo können einordnen können, sagen, das mag es jetzt hier nicht verleiden. Und das hat eine oder andere Situation gegeben, aber ich behaupte, ich kann das meistern. So. Also Sie sind immer ein Verfechter, ein ausgesprochener Verfechter von der Milizpolitik, Milizparlament gesehen. Und geht das in die Richtung? Das geht eindeutig in die Richtung. Oder? Es muss ein Milizparlament weiterhin sein. Und dass man in der Miliz auch miteinander diskutieren kann, braucht das von mir aus gesehen auch ein bisschen verschiedene Hüte. Oder? Man muss da noch etwas hören. Sonst, wenn das zunehmend nur noch einseitige Interessenpolitik gemacht wird, ist der Kompromiss immer schwieriger zu erreichen. Kompromiss ist ein gutes Stichwort zum nächsten Thema, das ich anschneiden möchte. Das ist Ihre Partei, die vormals CVP jetzt Mitte, die Sie ja auch lange geprägt haben als Parteisekretär, nachher als Fraktionschef. Neuer Name. Das Dilemma, hat man das Gefühl, bleibt ein bisschen. Also, die Mitte sucht ein bisschen den Weg von der zwischen Mehrheitsbeschaffung und eigenem Profil, eigenständige Kraft. Auf welchem Weg ist man hier im Kanton Luzern? Ich meine, wir sind auf gutem Weg, oder? Man hat auch gemerkt, die Mitte, also der Namenswechsel, hat ein bisschen Energie freigesetzt, hat ein bisschen befeuert, hat auch neue Mitglieder gebracht und es ist ein bisschen Aufbruchsstimmung im Gang. Ich glaube, inhaltlich muss es noch darum gehen, dass sich Mitte nicht als nur Mehrheitsbeschafferin versteht, sondern auch sagen, die Mitte ist eine eigenständige Position. Von dem her dürfen wir auch manchmal ein bisschen früher einmal eine Haltung in die Medien geben, eine Haltung postulieren und nicht warten, was sagt jetzt links, was sagt rechts. Die Mitte ist ja in der Regel eine Mehrheit von der Bevölkerung, die hinter einem Entscheid steht und eine machbare, umsetzbare Lösung bei so grossen Themen. Und dort sind wir sicher noch nicht dort, wo wir sein sollten. Sie sind, wenn ich das so darf sagen, klassische Mittepolitiker in dem Sinn gesehen, dass sie aber auch vermittelt haben, dass sie können Mehrheiten beschaffen, dass sie auch über Parteigrenzen hinaus haben können Lösungen finden. Auf welche Leistung jetzt in dem Bezug sind Sie besonders stolz in den 16 Jahren? Also eins, wo wir neu sind, kommt das ganz, ganz früher gesehen am Anfang, als es um die Regelung von diesen Gerichts- und Wahlkreisen gegangen ist, oder? Haben wir versucht, dass wir da, weil ich es auch ein Endchen buchen können, ein bisschen zusammenhalten, oder? Dass man da das Wahlsystem nicht geändert hat. Und dann hat es ja einen Wahlkreisverbund gegeben. Es hat ja auch gleichzeitig die Möglichkeit für Willisau gegeben, das Bezirksgericht überzukommen. Das war eine schwierige Übung in dieser Kommission, weil doch das Ursi das Gericht hatte und eigentlich musste auf den Standort verzichten. Das ist ja so ein Punkt. Und jetzt gerade der kürzeste Punkt, also der, der am kürzesten weg ist, ist da die Museumsgeschichte. Wo ich fand, wir müssen irgendeinen gordischen Knoten ein bisschen lösen. Oder? Und die Möglichkeit, dass man mit anderen Leuten eben gut vernetzt ist und kann verbinden und sagen, ja, mal, jetzt müssen wir glaube ich, miteinander etwas machen. Oder? Dass jetzt hier die Spezialkommission einen guten Standort sucht für die Museen. Sie ziehen sich jetzt aus der kantonalen Politik zurück. Wenn man so 16 Jahre zurückschaut, sind Sie zufrieden mit dem Recht? Oder Sie denken, ja, das hat mich auch noch gereizt. Zum Beispiel Regierungsrat wäre sicher auch eine Option gewesen.
Ja, wenn ich jetzt würde sagen, ich hätte nie daran gedacht, an irgend so etwas würde ich lügen oder und so weiter. Aber man ist ja in der Politik immer in einem Gefüge, in einer Ausgangslage, oder, wo man muss sagen, da ist jetzt im Moment nicht offen. Oder? Ich habe Ständeratskandidatur versucht. Oder? In der Politik muss man den antreten, wenn irgendein Fenster offen ist. Aber in dem Sinne, über das Ganze gesehen, bin ich mit meiner Arbeit und so sehr zufrieden. Jetzt geht es dann gleich, also im nächsten Frühling um die Nachfolge. Sie sind in Willisau auch ein rechts Stimmenmagnet für Ihre Partei. Und das wird für Ihre Nachfolgerin oder Nachfolgerkandidatur nicht ganz einfach. Ist da schon etwas spruchreif? Spruchreif ist noch nichts. Wir sind jetzt hier dran, auf dem Standort Willisau da neue Kandidaturen mit neuen Leuten zu reden. Oder? Und ich glaube, dass ein Rücktritt macht auch immer wieder Platz für Neues, oder? Platz für neue Leute, für jüngere Leute. Und wir sind da zuversichtlich, dass wir gute, mehrheitsfähige Kandidaturen bringen können. Gut, da sind wir gespannt, was denn da resultiert. Herzlichen Dank, Ludwig Beyer, für das Gespräch und alles Gute in der vielleicht ein bisschen ruhigeren Zukunft in den nächsten Jahren. Danke vielmals. Danke auch, bestens. Merci. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es vom WB-Gespräch vom Monat Juni. Wir sehen uns wieder, hoffentlich in einem Monat. Bis dann, haben Sie es gut, geniessen Sie den Sommer. Danke vielmals. Das WB-Gespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.